Tage vor einer Tour ein Herzinfarkt, ein Krebs befällt das Gehirn einer Prog-Rock-Legende. Diese vorzeitigen Todesfälle und mehr hielten diese Musiklegenden davon ab, noch einmal auf Tour zu gehen. Der Keyboarder Richard Wright war eines der Gründungsmitglieder der legendären Rockband Pink Floyd und blieb ihnen praktisch während ihrer gesamten Existenz treu. In den 70er Jahren veröffentlichten Pink Floyd ihre wohl größte Albenreihe. Dazu gehörten The Dark Side of the Moon im Jahr 1973, Wish You Were Here im Jahr 1975, Animals im Jahr 1977 und ihr größtes Werk The Wall im Jahr 1979. Wright erschien nicht auf der Veröffentlichung The Final Cut von 1983, nachdem er nach The Wall aus der Band entlassen wurde. Aber er erschien auf den späteren Veröffentlichungen von Pink Floyd aus den Jahren 1987 und 94. Er war auch bei der Live 8 Reunion im Jahr 2005 anwesend. Neben dem Keyboard-Spielen war Wright an mehreren Songs beteiligt und sorgte für den Backup-Gesang. Wright veröffentlichte im Rahmen seiner Solo-Karriere auch zwei Alben und war gemeinsam mit seinen Bandkollegen David Gilmour Produzent des 1970er-Albums Barrett, das vom ehemaligen Pink Floyd-Gitarristen Syd Barrett geschrieben wurde. Wright hatte drei Ehen und drei Kinder. Er starb 2008 im Alter von 65 Jahren an Krebs, nur zwei Jahre nach Barrett, der 2006 gestorben war. Ende Juni 2002, nur wenige Tage bevor The Who zu einer landesweiten Tournee durch die Vereinigten Staaten aufbrechen wollte, ereignete sich für die Band eine Tragödie, als sein langjähriger Bassist John Entwistle tot in seinem Hotelzimmer in Las Vegas aufgefunden wurde. Entwistle war Gründungsmitglied der Band und spielte nach der ursprünglichen Trennung Anfang der 80er Jahre während ihrer aufeinanderfolgenden Wiedervereinigung weiterhin mit der Band. Während ihrer Blütezeit in den 60er und 70er Jahren waren The Who eine der größten Rockbands der Welt. Ihr Auftritt beim Woodstock Festival 1969 bereitete die Bühne für ihren Superstar-Auftritt in den 70er Jahren und sie nutzten ihre Popularität mehr als aus, indem sie Konzeptalben und Rockopern herausbrachten, darunter Quadrophenia, aus dem später ein Spielfilm mit Sting der Hauptrolle gemacht wurde. Die Associated Press berichtete, dass Entwistles Tod ein Herzinfarkt im Zusammenhang mit dem Konsum von Kokain war. Auch sein langjähriger Zigarettenkonsum trug dazu bei. Zum Zeitpunkt seines Todes war er gerade 57 Jahre alt. I found bass very boring. I wanted to turn it into a solo instrument. Für viele war Charlie Watts von den Rolling Stones der Grund, warum sie mit Drums begannen. Watts trat der Band 1963 nach dem Weggang ihres ersten Schlagzeugers Mick Avery bei und bildete bis zu seinem Tod im Jahr 2021 das Rückgrat der Gruppe. Manche halten Watts für einen der größten Schlagzeuger in der Geschichte des Rock'n'Roll, wobei ihn das Magazin Rolling Stone auf Platz 12 einstufte. Sein einzigartiger Sound verhalf der Band sofort zu einem Erfolg, der auf frühen Singles wie I Can't Get No Satisfaction und half dabei, ihre Reihe von Alben aus den 70er Jahren voranzutreiben, darunter Get Your Ya-Ya's Out, Sticky Fingers und Exile on Main Street, das bis heute eines ihrer beliebtesten Alben ist. Watts blieb der Band während ihrer zahlreichen Besetzungswechsel und Experimentierphasen treu, verfolgte aber auch eine eigene Solo-Karriere, in der er hauptsächlich Jazz statt Rock'n'Roll spielte. Er war verheiratet, hatte eine Tochter und besaß mehrere Pferde. Nachdem er Anfang der 2000er Jahre einen Kampf mit Kehlkopfkrebs überstanden hatte, starb Watts 2021 im Alter von 80 Jahren. Er hatte erst kurz vor seinem Tod mit den Stones auf Tournee aufgehört und verstarb kurz vor Beginn ihrer No-Filter-Tour, was Fans und andere Rock-Ikonen wie Paul McCartney zurücklässt, um den Verlust zu trauern. Charlie was a rock, and a fantastic drummer. Greg Allman wurde vor allem durch die Gründung der Allman Brothers Band mit seinem Bruder Dwayne Allman bekannt. Er spielte Orgel, sang bei vielen Liedern und war auch der Hauptsongwriter. Obwohl die Allmans bereits Ende der 60er Jahren als Band auftraten, nahm ihre Popularität in den 70er Jahren nach der Veröffentlichung des Albums Live at the Fillmore East von 1971 richtig zu. Das Album fing ihren einzigartigen Sound ein, der Southern Rock, Psychedelia und Jam Rock miteinander kombinierte. Dwayne Allman starb 1971 an den Folgen eines Motorradunfalls. Die Gruppe bestand weiter, bevor sie sich schließlich 1976 auflöste. Später kamen sie jedoch mehrmals wieder zusammen und gaben 2014 ihr letztes Konzert. Nach der Auflösung der Allman Brothers arbeitete Greg Allman mit seiner Frau Cher zusammen, bevor sie sich 1978 scheiden ließen. Er veröffentlichte auch mehrere Soloalben, darunter das Grammy-nominierte Low Country Blues im Jahr 2011. Greg Allman verstarb am 27. Mai 2017 im Alter von 69 Jahren. Laut der New York Times starb Allman an den Folgen von Leberkrebs. Er hatte seine Probleme mit Drogen- und Alkoholmissbrauch überwunden und einige Jahre vor seinem Tod bereits eine Lebertransplantation erhalten. Greg Allman hinterließ eine Frau und fünf Kinder. Am 16. Juli 2012 verlor die Welt den Deep Purple Keyboarder John Lord, der das Rock-Klassikerstück Smoke on the Water mitgeschrieben hatte. Lord hatte ursprünglich als Kind mit dem Klavierspielen begonnen.
1968 half er bei der Gründung von Deep Purple und war neben Smoke on the Water auch dafür verantwortlich, beim Schreiben mehrerer ihrer anderen Hits mitzuwirken. Lord war ein Synonym für die elektrische Hammond-Orgel, die er durch massive Marshall-Gitarrenlautsprecher verstärkte. Lord hatte auch eine Solo-Karriere und spielte mit anderen Bands, darunter Whitesnake und The Kinks. Lords offizielle Todesursache war eine Lungenembolie, obwohl er Berichten zufolge gleichzeitig auch mit Bauchspeicheldrüsenkrebs zu kämpfen hatte. Er war 71. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Steely Dan in den 70er Jahren an der Spitze der Charts stand, indem er Jazz und Rock'n'Roll mit Texten vermischte, die alles von ausgefallen bis zum Sinnlichen thematisierten. Und ein Großteil dieses Erfolgs war Walter Becker zu verdanken. Becker begann 1972 mit Donald Fagen zu spielen und die beiden waren schließlich Co-Autoren aller Songs von Steely Dan, einschließlich ihrer gewaltigen 70er-Hits Reelin' in the Years, Ricky Don't Lose That Number und Do It Again. In den 80er Jahren trennten sie sich kurzzeitig. Während dieser Zeit veröffentlichte Becker mehrere Soloalben, doch in den 90er Jahren waren sie wieder im vollen Gange, als hätten sie nichts ausgelassen. Sowohl ihre Alben Two Against Nature aus dem Jahr 2000 als auch Everything Must Go aus dem Jahr 2003 erreichten die Billboard Top 10 und sie wurden 2001 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Becker verstarb 2017 im Alter von 67 Jahren an Speiseröhrenkrebs, nur 4 Monate nach der ersten Krebsdiagnose. Blue Oyster Cult tauchte Anfang der 70er Jahre auf und ist der Autor eines der berühmtesten Songs der Rockgeschichte, Don't Fear the Reaper, der im legendären Will Ferrell Saturday Night Live Sketch parodiert wurde. I'll be honest, fellas, it was sounding great, but I could have used a little more cowbell. Das einzige Bandmitglied, das in diesem Clip nicht dargestellt wurde, war Gründungsmitglied Alan Lanier. Lanier war von 1972 bis 2006 Mitglied des Blue Oyster Cult, unterbrochen von nur einer kurzen Pause in den 80er Jahren. Allein in den 70er Jahren veröffentlichte Blue Oyster Cult 8 Alben, auf denen Laniers Gitarre und Keyboards ein fester Bestandteil waren. Mehrere ihrer Alben wurden im Laufe des Jahrzehnts mit Gold ausgezeichnet. Viele von ihnen schafften es auch in die Top 100 und sogar die Top 40. Im Laufe seiner Karriere war Lanier nicht nur ein fester Bestandteil des Blue Oyster Cults, sondern er nahm auch mit Legenden wie Patti Smith, Iggy Pop und Jim Carroll auf. Ann Smith hatten auch eine Zeit lang eine ernste Beziehung und ihre Trennung erschütterte ihn. Der Musiker starb am 14. August 2013 im Alter von 67 Jahren. Die Todesursache von Lanier war eine chronische obstruktive Lungenerkrankung. Der Bassist von ZZ Top, Dusty Hill, ist aufgrund seiner schwarzen Plastiksonnenbrille und seines massiven Bartes immer unvergesslich. Das erste Album der Band mit dem treffenden Namen ZZ Top's First Album erschien 1971 und enthielt Hill am Bass. Er erschien im Laufe ihrer Karriere auf jedem anderen Album und wurde 2004 mit ihnen in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. ZZ Top und Hill hatten in den 70er Jahren einige ihrer größten Hits, darunter Lagrange im Jahr 1973 und Cheap Sunglasses im Jahr 1979. Eine konkrete Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, aber Gibson sagte gegenüber Variety, dass Hill vor seinem Tod mit einer Reihe gesundheitlicher Probleme zu kämpfen hatte, darunter eine gebrochene Schulter und eine gebrochene Hüfte. Letztendlich starb Hill am 28. Juli 2021 im Alter von 72 Jahren im Schlaf eines natürlichen Todes. Neil Peart trat 1974 der Prog-Rock-Band Rush bei und galt weithin als einer der präzisesten und innovativsten Schlagzeuger in der Geschichte des Rock'n'Roll. Aber er war viel mehr als nur ein Schlagzeuger. Er beeinflusste Generationen jüngerer Schlagzeuger, die ihn als Legende betrachteten, und er leistete auch in anderen Bereichen der Rockwelt seinen Beitrag. Er verfasste Texte zu vielen von Rushes Liedern, war Musikproduzent und veröffentlichte sogar als Autor. Laut NPR wurden einige von Peart's Texten von realen Ereignissen wie dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst, aber auch Science Fiction war ein wichtiges Thema. Er war dafür bekannt, dass er über ein absolut riesiges Schlagzeug verfügte, darunter viele Becken, und dass er absolut Präzision mit Spaß und Lachen verband. Im Jahr 2013 wurden Peart und der Rest von Rush in Anerkennung ihrer Wirkung in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Peart erlebte in seinem Leben eine schwere Tragödie, darunter den Tod seiner Tochter Selena und seiner Frau Jackie in den späten 90er Jahren. Im Jahr 2016 wurde bei ihm Hirntumor diagnostiziert und er starb am 7. Januar 2020 im Alter von 67 Jahren. Der exzentrische Stil von The Cars wurde auf ihrem Debütalbum von 1978 zur Show gestellt, das Scharen von Fans mit einem brandneuen Musikstil bekannt machte, der als New Wave bekannt wurde. In den 80er Jahren hatten The Cars und ihr Frontmann Rick Ocasek große Erfolge, doch trotzdem lösten sie sich 1988 endgültig auf. Dennoch blieb Ocasek der Musik treu und produzierte zahlreiche Alben für Bands wie Bad Brains und Weezer. Im Jahr 2010 ließ Ocasek The Cars kurzzeitig für ein weiteres Album wieder auferstehen und 2018 schafften sie es in die Rock'n'Roll Hall of Fame.
Schon als Mitglied von The Cars veröffentlichte Ocasek Soloalben und machte auch Aufnahmen mit gesprochenem Wort. Ocasek war mehr als 30 Jahre lang mit seiner dritten Frau, dem Model Paulina Porzekava, verheiratet und hinterließ 6 Kinder, allesamt jung. Ocasek starb am 15. September 2019 im Alter von 75 Jahren an einer Herzerkrankung. Ronnie James Dios Stimme, die ursprünglich durch seine Zeit bei Rainbow und Black Sabbath in den 70er Jahren bekannt wurde, war lange Zeit eine der markantesten Stimmen im Rock. Nachdem er Black Sabbath verlassen hatte, gründete er seine eigene Band Dio, die wahrscheinlich vor allem durch die Single Holy Diver aus dem Jahr 1983 bekannt ist. Er hatte auch eine denkwürdige Rolle in dem Film Tenacious D and the Pick of Destiny aus dem Jahr 2006. Dio war 67 Jahre alt, als er 2010 an Magenkrebs in Los Angeles, Kalifornien starb, wo er von seiner Familie umgeben war, darunter auch von seiner langjährigen Frau Wendy Dio. Vor seinem Tod hatte Dio wegen seiner Krankheit Auftritte abgesagt und sich Berichten zufolge 7 Chemotherapiesitzungen unterzogen. Sein Tod wurde von vielen in der Metal-Community mit großer Zuneigung aufgenommen, die nicht nur seine unglaublichen Stimmkünste und sein lyrisches Können lobten, sondern auch seinen musikalischen Einfluss und seine persönliche Wärme. Life goes through great waves of emotion and passion and great lows of despair and whatnot. That's the way life is. Brad Delp und Boston debütierten ursprünglich 1967 und etablierten sich bald als einer der meistverkauften Acts im Rock'n'Roll. Ursprünglich aus Danvers, Massachusetts, war es Delps Facettstimme, die Boston seinen einzigartigen Sound verlieh und dazu beitrug, die Musik in radiotaugliche Balladen zu verwandeln. Ihre ersten beiden Alben Boston aus dem Jahr 1976 und Don't Look Back aus dem Jahr 1978 gehören immer noch zu den beliebtesten in ihrem gesamten Katalog. Obwohl er die Band Anfang der 80er und Mitte der 90er Jahre kurzzeitig verließ, trat Delp 2002 der Band wieder bei und war immer noch der Frontmann der Gruppe, als er 2007 im Alter von 55 Jahren durch Selbstmord starb. Nach seinem frühen Tod erschien sein Gesang auf dem 2013 Boston-Album Live, Love and Hope, das kurz vor seinem Tod aufgenommen wurde.